heutigen Fasching Erwecken recht herzlich begrüßen. Mich freut es, dass wir doch so zahlreich wieder zusammengekommen sind, obwohl wir einen Standortwechsel haben. Ich wünsche jetzt nur mehr viel Spaß und gute Unterhaltung mit unseren Darbietungen von der Faschingsgilde. Warte, da komm! Ach, ich kann schon nimmer! Ich pfeif schon! Was ist denn, wo ist ich denn? Erst! Was ist los mit dir? Ich pfeif schon das letzte Loch, ja, ich kann schon nimmer! Bist du eh nicht so schlecht? 30 Meter in 10 Minuten, was ist? Gestern waren es 3 Schrier in 10 Minuten. Was sei, nächstes Jahr bist du beim Marathon in der Wachau dabei. Ja, war dann 2 Tage lang da, dann schon. Okay, das wird schon, nicht so negativ, nicht so negativ. Herr, ich glaube, ich muss annehmen. Wie kennst du auf das? Ja, was? Ja, wie man es glaubt, ich bin so gut im Bett, wirklich echt. Gell, mein Mann, gell, der hat immer gleich Stöhnen gehabt, so? Mein Bett, mein ja. Und ich hab glaubt, ich steppert, ich bin ein Wahnsinn, gell. Und was machst du jetzt gegen den Übergewicht? Ja, weißt du was, Wort schwer bin ich ja, deswegen hat er gestört. Weißt du was? Schafft ein Hunder. Ja, das hab ich schon. Hab ich schon alles gemacht. Aber und? Der Hund. Der hat einen Magen. Ey, klar. Du als Hundeflüsterin, das hat der dir erzählt. Oh ja. Geh, geh. Oh ja, das hab ich ganz genau gewusst, der gehört einem Mann. Weil der ist vor jedem Wirtshaus stäbeln. Mir hat auch der Doktor mehr Obst verschrieben, weißt du? Ja. Und jetzt isse ich jeden Tag eine große Schachtel Mangerie. Deswegen der Kirsch. Du. Weißt du, mein Schatzi und ich lassen sie scheiden. Mal. Warum? Ja, der ist so sensibel, wegen einem kleinen Wort, wegen du. Ne? Wir sitzen das letzte Mal beieinander, wir reden so, auf einmal sagt er, gell, wir haben auch schon lange keinen Sex gehabt. Sag ich, ja, aber nur du. Aber gern wollte er nichts, jetzt bist du halt auch schon gesehen, gell? Was ist denn das wieder? Noch ein frisch geschiedener. Ah. Du, und ich hab immer gesagt, wenn Gott eine Frau war, war alles anders, gell? Ja, da gab's statt dem Vatikan ein Multikan. Statt dem Weichgeheimnis gab's eine Rubrik auf Facebook. Und die heiligen drei Könige, die brachten dem Jesuskind nicht Weihrauch und Myrrhe, sondern Handtaschen und Schuhe. Und der letzte Satz, der denn nicht hassen, es werde Licht, sondern wie schatzen das? Vorgestern ging ich vom Kaffeehaus heim, sagt der kleine Sohn zu mir, du, kommst du wieder von deinem Kartonagentreffen? So, ich heißt, bei was denn? Sagt er, naja, der Treff der alten Schachteln in eurem Kaffeehaus. Da hab ich gezeigt, was eine Schachtel ist. Nein, die heutige Jugend. Und? Erst, du hast so schöne blaue Augen. Was ist denn los mit dir? Ja, das ist eine ganz blöde Geschichte. Du gestern, da trieb ich zwei Freundinnen. Gell? Sagt die eine zu mir, du, mein Mann, der hat immer kalte Hoden. Sagt die zweite, du, meiner auch. Weil ich stehe so nebenbei und sage, na, ich weiß es nicht, gell, auf meiner Hand läuft nach, dass der immer im Bett gibt und mein Alten, gell, drei, vier Rede so um mich. Dann sage ich, ma, der ist auch noch mal warm, gell. Sagt der, warum? Sag ich, ja, im Franzl und im Seppel sind es auch kalt. Ja, rede auch nicht mehr. War das letzte Mal bei der Reselbirne. Beobachtet einen Mann, der hat ein Bier nach dem anderen getrunken. Und nach jedem Bier hat er ins Geldbeutel geschaut. Nach einem Rall ist mir zu blöd, dann bin ich zu ihm umgegangen und habe ihn gefragt, ob er sein Geld mit hat, weil er ins Geldbeutel geschaut. Sagt er, nein, Geld habe ich nur mit. Aber nach jedem Bier, was ich. Und, aber ich habe ein Büdel von meiner Frau drin und nach jedem Bier schaue ich mir das Büdel an und wenn es was gefallen anfängt, hat er gesagt, dann habe ich nur. Aber
ich sag dir was, Hilde. Ich wär jetzt schon ganz kalt, gell? Und annehmen können wir da auch nicht, wenn wir nicht weiter schuppen. Ich denk so, dann mal weiter schuppen, dann geh, mal was. Geh, Franzi, tu dir nichts an. Von was Guten kann ich nur da sein. Mama! Mama! So Leute, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht gleich weiter, wir müssen nur kurz die Bühne umbauen. Ich ersuche Sie in der Zwischenzeit, sich etwas zu trinken zu holen. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf unsere Starbücher, Andi und Alex. Ja, wunderbar, wunderbar, grüß euch, Gott, ich bin mir da, der Mädel, schön, das soll nicht da sein, sie freuen mich. Wir werden heute ein bisschen miteinander kochen, gell? Ja. Ja, grüß euch die Mann und servus die Buben. Und was heute noch nichts gegessen habt, war es halt selber schuld. Ja, Alex, was werden wir denn heute kochen? Na, was ist was, denn? Da? Ja, ich werde heute was ganz so Spezielles kochen, kann ich sagen, mein Gott, ein Wahnsinn. Ich mache heute einen originalen Mauterner Faschingsgilde, bist du gehört? Super. Und ein Vogelsalat dazu, mein Gott, das wird fein. Ja, und ich mache euch ein Erlenfischwarm besonderer Art. Ich sage es leider, das wird was. Das wird was. So das. Ja, ich freue mich schon drauf. Fangen wir gleich mal mit dem Pfiff an. So, dann tun wir salzen, ein paar Eier, ein paar Äpfel. Schau, wir lieb die Sattel. Schau, wir lieb die Sattel. Aber die Kinder wussten es nicht mehr. Die schreien dir. Wir haben eh andere vorbereitet, da haben wir es schon. Und haben wir einen Äpfelstampfer nicht her. Macht nichts, dann muss gleich mit den Händen drucken, ich war eh vor allem gut. Ja, wir haben es drucken da, ah, das ist ein Gedicht, so schön. Das fühlt sich schon schön an. Ah, und ein Ei gehört dazu, nicht? Die haben wir bewusst nicht geschält, weil es gesund ist, schön und es spart Zeit. Und dasselbe machen wir mit den Eiern. Brauchen wir nicht schön, spart Zeit, ja, ah, das ist schön. Ja, ein bisschen Salz. Und ein Müll dazu. Schau, Jagerl, das ist ein Gedicht, was schöne Farbe das hat. Und wie sich das schön schmiert. Ach, das schmiert sich noch an den Gaumen auch. Ein Gedicht. Mir rein hier das Wasser in den Mund zusammen. Ein richtiges Aquaplaning kriege ich. Ah, Gott, jetzt haben wir gut, das wird. Ja, jetzt darfst du wieder was sagen, weil ich bin so weit fertig da. Darf ich jetzt sehen? Ja, das ist Alex, jetzt muss ich einmal was sagen. Also meine lieben Leute, ich muss euch jetzt da was sagen. Also wir machen heute ja was Gutes, Feines. Also mir läuft ja schon der Tränzerling runter ins Wasser, in der Battenzahn, also im Mund sozusagen. Also ich kann euch nur sagen, der original Mauterner Faschingsgilde, da ist das ein Rezept von meiner Urgroßmutter schwiegerlicher Seite. Also ein Wahnsinn! Ein Wahnsinn, also Agerlager und Dux, das kann man anschauen. Das habe ich erst nicht da aus. Also, ich muss euch nur anzeigen, ein Original Mauterner Faschingsgilde kennt man dadurch, dass er frisch ist, an die Augen. Die Augen, die leuchten. Ja. Also wirklich, ich kann schon gar nicht mehr da warten, Alex. So? Wirklich, also Agerlager, du musst einmal da warten. Also, weil jetzt kommt es, also ich habe gerade bei der Herzinfarkt, also wirklich. Also ein Wahnsinn. Also ihr müsst euch jetzt einmal das so richtig geben. Dein original Mauterner Faschingsgilde.
siehst du? Was haben wir denn? Jetzt war ja dein original Mautern der Fetzenstern. Ich hab dich nicht mehr weggarnieren. Also, wir dachten, ein bisschen garnieren. Nein, keine Angst. Also, ein Karot, dann gehen wir ja ins Bis zum nächsten Mal!